Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Shantae 2 Risky's Revenge featuring Crush 4589. Wir sind nun beim dritten großen Dungeon angelangt. Wir haben das letzte magische Siegel ist nun unser Ziel. Wir müssen das Auge hier anscheinend richtig drehen. Das ändert wahrscheinlich hier den Dungeon, nehme ich mal an. Moment. Ändert das wirklich jetzt was am Dungeon? Ja, tatsächlich. Hier verändert sich der Dungeon komplett. Oh ja. Ich schätze mal, hier gibt es eine weitere Verwandlung. Die mit Wasser zu tun hat. Wir müssen also richtig drehen können. Das ist damit kommen wir weit. Oh, verdammt. Okay, da gibt's Herzen. Nice. So, schön aufpassen da. Schlüssel benötigt. Oh, Mann. Okay, gut zu wissen. Ich glaube, wenn das Auge nach unten guckt, wäre das wohl die richtige Entscheidung. Aber probieren wir erstmals nach rechts. Ah ja, da können wir den Elefanten verwenden. Und schau einer an, die Statuen symbolisieren schon etwas. Oder auch nicht? Da käme ich höchstens mit den Affen nach oben. Und zwar. So. Kann man mit den Dash dazwischen auch mal aufhören? Moment, das probiere ich mal gleich aus. Na? Nee, kann man nicht. What the hell? Geht gar nicht, oder? Nee, verdammt, da komme ich nicht nach oben. Ah! Wieder ein Weg für die Katze, oder was? Hä? Wie komme ich denn... Ja, durch einen normalen Sprung bringt das nichts. Der kann nicht weit genug springen, der Affe. Und so komme ich auch nicht rüber. Auf diese Art und Weise. Es sei denn... Nee. Geht einfach nicht. Muss ich von einer anderen Richtung aus machen. Da Flix und so geht also gut. Der Weg war schon mal der richtige. Das ist auch wieder ein unsichtbares Labyrinth. Und da komme ich hier hin, wo es etwas Kohle gibt. So. Hier ist auch wieder ein Schlüssel. Ein Truhe, an die ich nicht rankomme. An die ich nicht so einfach rankomme. Aber hier müsste ich doch... Ja, Wolski! Und da ist der erste Key. Gut. Ja. Eigentlich ein ganz einfaches Rätsel. Nicht der Rede wert. So, das war jetzt... Das war's, die Stelle mit dem Wasser, ne? Ja. Da müssen wir erst später hin, wenn wir die Verwandlung haben. Aber hier müssten wir doch... Yep. Da brauchen wir den Schlüssel. Festhalten? Mädel? Festhalten! Wow. Okay. Dann mal rein da. Oh, was zum... Ey, was geht mit dem? Ein Grabstein. Zum Teufel. Steht er da wieder auf? Alter, dieses Ding war auch schnell. Ja, und? Was jetzt? Oh! Verflixt! Ja, okay, verstehe. Damit kann ich sie down machen.
Die Skelette können alle auf einmal mit den mit einem Schlag vom Elefant umgenietet werden und den Grabstein, aus dem sie wieder auferstehen, also in den Grabstein, dann nachdem sie sich in einen Grabstein verwandelt haben und den Grabstein, den sie sich dann verwandelt haben und aus dem sie wieder auferstehen, können wir dann auch gleich mit den Elefanten zerstören. Oh, was zum... Was bist denn du für einer? Wow! Er schafft einfach einen Blitz. Das heiteren Himmel. Das ist ein heftiger Magier. Nicht schlecht. Eine neue Art von Gegner. So wie es mir gefällt. Ja, aber nach ein paar Treffern segnet er auch das Zeitliche. Hm. Dann helfe ich ihm ein bisschen nach. Und man sollte dabei aufpassen, den Gegnern nicht zu nahe zu kommen. Ist halt blöd, dass die Pikenbälle nicht so eine besonders hohe... Was zum... Oh, da schießt jemand von oben den Schleim runter. Das ist aber auch nicht fair, ne? So. Alter. Mann, verschwinde endlich. Ist aber auch nicht nett, von denen einfach Schleim zu verschießen. Oh je, schon wieder so ein Skelett. Da muss ich aufpassen. Wow! Ist dabei nicht in die Stacheln reingeraten, oder? Töten die mich dann gleich sofort? Alter. Ich glaube, den sollte ich erstmal so K.O. schlagen. Oh oh. Das wird zwar... Was? Wollte gerade sagen. Tut mir die Stacheln gar nichts. Alter. Verschwinde doch endlich. Okay, die Stacheln tun mir doch was. Bloß aufpassen. Das ist schon ein bisschen gefährlich hier. Na, hoch mit dir, Äffchen. Alter, wie viele von denen sind das? Hey! Bleib doch da oben, Mann. Aha, hier nochmal dasselbe Prinzip. Meinetwegen. Oh, da ist diesmal das Auge zu. Verflixte Skelette. Treibt einen noch in den Wahnsinn. Okay, einmal Auge zu und einmal Auge offen. Ich lasse mal das Auge offen und sehe nach, was passiert. Noch mehr Särge. Und noch mehr Skelette. Ich sollte lieber ein bisschen vorsichtiger rangehen da. Habe ich die Spinnen schon alle getötet? Ja. Schon wieder muss ich einen Trank verwenden. So, und zermalmen. Ey! Du hast das nicht als Treffer gezählt. Oh oh, nochmal. Na schön. Oh je. Ein richtiger Kampfraum. So gefällt mir das doch. Ah, da versteckt sich einer hinter den Felsen. Nicht mit mir. Und der nächste Key. Nice. Ich hoffe, die Gegner sind nicht wieder gerespawnt hier. Dass ich schon wieder gegen dieses Skelett antreten muss.
Nee, sieht ganz so aus, als wäre hier alles beim Alten. Wie steht's jetzt eigentlich? Da? Nein, kein Skelett in Sicht. So, was ist, wenn ich da jetzt das Auge zumache? Das scheint keinen Unterschied zu machen, oder was? Hä? Macht das echt keinen Unterschied aus? Oder müssen wir... Okay, das dürfte vielleicht eher ein Passwort sein. Um weiterzukommen, schätze ich mal. Könnte damit zusammenhängen, dass ich das... Dass ich hier einmal die richtige Reihenfolge befolgen muss. Oder beide Augen hängen zusammen in dieser Stelle. Ich lasse mir beide Augen offen. Jetzt habe ich natürlich den Schlüssel, also es kann da weitergehen. So. Hier könnte ich aber auch den Affen gebrauchen mit den Affendasher. Naja, dafür wird er ohnehin vonnöten sein. Wow. Dance through the danger. Muss ich ja mit diesem coolen Song denken. Oder glaube ich als Kickstarter-Song für... Ups. Okay. Das ist aber unschön. Für Shantae Half Genie Hulu verwendet. Mann, das war saugeil. Als ich den gehört habe. Habe ich, glaube ich, in einem meiner Videos auch verwendet. Was wäre, wenn ich beide Augen zumachen würde? Ändert das was? Ändert das den Raum? Hoffentlich. Oh, oh, ja, der Raum ändert sich ganz schön, ja. Frag mich, ob man das zerstören kann. Oh, ja! Das kam jetzt unerwartet. Aber gut, ich beschwere mich nicht darüber. Nutzen wir den Key, um da weiterzukommen. Oh, Mann. Hier ist es jetzt wieder geschickt vorgehen. Und mit den Affen richtig handeln. Wow. Okay, diese Passage wäre gemeistert. Oh, Speicherfuzzi. Ich hoffe nur, ich übersehe nichts Wichtiges. Zum Beispiel magische Krüge kann ich immer noch brauchen. Oh Mann, schon wieder das Auge. Aber diesmal dreht es sich sogar. Was das bedeuten hat? Das erinnert mich an was. Sowas gab's doch schon. Aber welches Spiel war das nochmal? Ach ja, Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit. Bei diesem einen Wald. Ah, und schon wieder müssen wir... die Augen richtig stellen. Okay, nur so öffnet sich das Tor. Andernfalls schließt es sich. Oh, so öffnet sich es auch. Beide nach oben gucken. Ich schätze mal, wir gucken uns erstmal die erste Option an. Ups. Sorry. Mein Fehler. Ich wollte nämlich hier nur den Schatz erreichen. Okay. In den richtigen Moment springen und schon können wir weiterkommen. War das jetzt gut oder schlecht von mir? Das geht jetzt rauszufinden. Okay, war gut. Ah, das war schlecht. Achtung. Jetzt. Ach komm schon. Wow.
Das war knapp. Lieber schnell sein. Okay, passt schon. Ich kann mich ja zum Glück da festhalten. Da räum doch lieber mit den Elefanten auf. Was zum... Mach das kaputt hier. Vielleicht komme ich ja auch mal weiter. Okay. Da benötigen wir das auf jeden Fall. Diese Blöcke sollten uns ja nur aufhalten. Oh yeah. Der nächste Key. Ah! Was? Das hat mich jetzt überrascht. Ich habe die Plattform gar nicht erwartet. Und dann auf einmal... Das hat mich voll gerissen. Oh mein Gott. Wow, wo führt das hin? Wo führt mich das hin? Hilfe! Ich stürze ab. Der zweite Key. Zwei Schlüssel. Oh mein Gott. So, aber jetzt muss ich also wieder damit nach oben gelangen. Ey! Shanti, gehst du da hoch? Schätzelein. Ups. Falsch rum. So, warten, bis das wieder erscheinen. Und hoch da. Eieiei. Wieder falsch. So, einfach nach oben. Eieiei. Ist das lästig. Das ist echt eine Tortur hier. So. Muss ein bisschen warten. Ups. Da war ich ein bisschen zu spät dran. So, jetzt bitte. Auf Vieh. Gut. Hat man das jetzt auch erledigt? Jetzt gucken alle Augen nach links. Und das führt mich zu dieser Kletterpassage hier. Ups. Da hätte ich den Affen benötigt. Also nochmal. Diesmal mit den Affen. So komme ich hoch. Der kann hoch genug springen. Man sollte die Plattform vorlassen. Ja. So haben wir es doch. Ja, diesmal brauchen wir anscheinend die Plattform hier die ganze Zeit über. Oho. Hat doch gepasst. Und schau mal einen an. Der dritte Schlüssel. Alter, wie viele Türen muss man denn da aufsperren? So, jetzt geht's wieder in Alstempo. Alter. Übertreib halt. Nein, nicht nach unten. Ach, was soll's. So kommt man auch auf den schnellsten Wege wieder zurück. Immerhin stirbt man dadurch nicht. Es wäre anders, wenn das Shantae 1 gewesen wäre. Was wird denn jetzt hier gefragt? Auf jeden Fall wieder ganz nach oben, ne? Ganz einfach. Nur strikt nach oben. Ein bisschen Kohle schnappen. Oh. Und, lass mich raten, der vierte. Alter! Vier Schlüssel. Auf einmal. Ja, aber jetzt, wie geht's jetzt weiter mit den vier Schlüsseln? Was soll ich damit anfangen? Was soll ich bloß mit den vier Schlüsseln anfangen? Wir sind ja jetzt fertig hier. Mehr gibt es nicht.
Oder gibt es noch eine weitere Tür? Ah ja, hier gibt es noch eine. So. So eine Kombi braucht man da jetzt genau. Oh man. I'm so confused. Alle nach strikt nach oben? Auch nicht. Da muss man jetzt raten. Moment. Nee, das ist es auch nicht. Alter, wie lautet denn hier die Kombination? Da kann ich doch nur raten hier. Keine Chance, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, beide Augen gucken nach rechts, da wissen wir schon, was uns da erwartet. Oh, eins nach unten. Okay, das ist auch wieder ein neuer Raum. Alles spiegelverkehrt. Und ein magischer Krug. Nice. Alter, alles. Ne, spiegelverkehrt, sagt die gerade spiegelverkehrt. Ich meine, alles steht Kopf. Die Gravitation wurde hier durcheinander gebracht. Wie steht es eigentlich, wenn dieses Auge unten an dieses... Ey! So. Lass mich mal rein. Was gibt's hier? Alter! Spinnerinnen! Das ist wohl ein Fehlraum. Da fliegst du Drecksviecher. Okay. Da gibt's, glaube ich, noch eine weitere Kombi, an die ich denke. Und zwar das hier. Genau, wenn beide Augen einander anschauen. Ja, und da gibt's schon mal eine erste verschlossene Tür. Ich weiß allerdings nicht, wie ich diesen einen Kombo lösen, wie ich diese eine Kombination lösen kann. Okay, ja. Hier werden die vier Schlüssel zum Einsatz kommen. Und dann kommen wir anscheinend dann beim Boss an. Nehme ich mal an. Ah, nein, hier ist die Kombination. Zweimal nach unten und zweimal nach rechts. Also auf der linken Seite zweimal nach unten, auf der rechten Seite zweimal nach rechts. I see. Und wir haben fast schon die Anzahl an nötigen Edelsteinen für... Ja! Für die... Maximalpower. Nein, hier bin ich falsch. Also für alle Magieattacken. Also für die maximale Power von allen Magieattacken. So. Ach nein, das. Da waren wir schon. Arg! Okay, wie war das nochmal? Und ich habe es jetzt nicht wieder vergessen. Nein, ich glaube, ich weiß es wieder. Achso, da sind wir. Also gut. Zweimal nach rechts. Und zweimal nach unten. Und rein da! Oh, die Musik kann nur eins bedeuten. Wir haben die letzte Verwandlung erreicht. Also wir haben eine weitere Verwandlung erreicht. Oder? Ja, aber wir können sie nicht nutzen. Das hat irgendwas mit Schwimmen zu tun. Ich hänge hier fest. Hallo? Was soll ich hier machen? Ich hänge hier fest. Moment, ich kann doch hier nach unten wieder, oder? Hä? What?
Hä? Wart, nein, oder? Ich häng hier fest. Was soll das? Kann ich hier wieder nach unten? Hallo? Gibt es eine Möglichkeit, hier weiterzukommen? Oder zurückzulangen? Hey! Was soll das? Oh Mann, was ein Fail! Da ist Wasser und ich komme da nicht durch? Ach doch, Gott sei Dank! Oh mein Gott! So, ich muss einfach nur von einer erhöhten Position reinspringen. Okay. Sorry, Leute. So. Was gibt es hier für eine Verwandlung? Das muss die letzte sein. Oh, der Meerjungfrauentanz. Wir können uns in eine Meerjungfrau verwandeln. Ja, die Tiefen des Ozeans. Das können wir so machen. Ah, ist das süß. Ihr könnt jetzt endlich richtig schwimmen. Da muss ich aber auch an den Schatz mal rankommen, den ich da gerade erblicke. Die Frage ist aber nur, wie komme ich da wieder zurück? Ach. Das finde ich noch heraus. Früher oder später. Ja, hier. Hier komme ich wieder zurück. Und da muss ich dann auch an den Schatz gelangen. Was? What? Ja, wie komme ich hier weiter? Hä? Na klasse, da fehlt mir anscheinend die besondere Fähigkeit. Aber immerhin haben wir jetzt die Meerjungfrauenverwandlung. Okay, aber diese werden wir dann im nächsten Part nutzen. Also, ja, wie immer, wenn es gefallen wusste, Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Photofake geht hinein bis zum nächsten Part von Let's Play. Shantae 2 Risky's Revenge. Also, auf Wiedersehen und tschüss, oder?